Hallo zusammen. Sie sollen heute lernen, wie man die Funktionsgleichung einer ganz rationalen Funktion aufstellen kann, wenn einem verschiedene Informationen davon gegeben sind. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass Ihnen ein Bild gegeben ist. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Sie haben hier so einen Funktionsgraphen und dieser Funktionsgraph zeigt Ihnen jetzt verschiedene Angaben, die Sie hier nutzen können. Eine Möglichkeit, die immer ganz hilfreich ist, sich erstmal den Grad der Funktion anzuschauen. Und Sie stellen hier fest, da sind ja zwei Äste, die nach oben gehen, also beide nach oben weg. Das heißt, der Grad dieser Funktion muss auf jeden Fall schon mal gerade sein. Das kann 2, 4, 6, 8, wie auch immer sein. Und jetzt schauen wir mal, wir haben hier vier einfache Nullstellen. Also kann diese Funktion eine Funktion vierten Grades sein. Eine Parabel kann es nicht mehr sein, das sehen Sie, denn bei der Parabel haben wir ja maximal zwei Nullstellen. Bei einer Funktion vierten Grades haben wir maximal vier Nullstellen. Also notieren wir uns an dieser Stelle, dass wir hier eine Funktion vierten Grades haben mit vier einfachen Nullstellen. Und dann wählen wir halt für die Funktionsgleichung diesen Nullstellenansatz, den Sie auch schon von der Parabel kennen. Also x minus die erste Nullstelle x1 mal x minus die zweite Nullstelle x2 minus x3. 3 und x minus x4. Und wir wissen ja nicht, ob diese Funktion insgesamt noch gestreckt oder gestaucht wurde. Deswegen kommt wieder unser Faktor a davor. Jetzt lesen wir diese Nullstellen einfach mal ab und setzen die hier ein. Das a kennen wir weiterhin nicht. Die erste Nullstelle ist bei minus 4, also x minus minus 4 wird plus 4. Dann haben wir hier x minus minus 2, also x plus 2. Dann haben wir die 1, also x minus 1 und die letzte Klammer ist x minus 4. Nun brauchen wir noch das a und um das a zu bestimmen, da suchen wir jetzt einen Punkt, den man gut ablesen kann. Und da würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir den minus 1 und 3, den Punkt können wir gut ablesen, also p minus 1 und 3 einsetzen, um a zu bestimmen. Also wäre das hier f an der Stelle minus 1 gleich a mal minus 1 plus 4 mal minus 1 plus 2 mal minus 1 minus 1 und mal minus 1 minus 4. Minus 1 plus 4 sind 3. Minus 1 plus 2 sind 1 mal minus 2 für minus 1 minus 1 und minus 1 minus 4 sind minus 5. Also ist das hier a mal, das sind 10, also mal 30 insgesamt. Und wir haben gesagt, der Funktionswert ist 3, also machen wir daraus, können wir auch an dieser Stelle gleich einsetzen, 3, 3. Und damit haben wir ein a von einem Zehntel. Und können schon die Funktionsgleichung als solche ganz angeben, nämlich jetzt ist das dann f von x gleich 1 Zehntel mal x plus 4 mal x plus 2 mal x minus 1 und mal x minus 4. Und man spricht dann von der Linearfaktorzerlegung, wenn man das mit diesen Klammern angibt. Man kann das jetzt noch auflösen und dann hat man die Hauptform. Also würde man jetzt diese Funktion sich nehmen und daraus die Klammer wieder auflösen. Dazu sortiere ich hier nochmal ein bisschen anders, nämlich x plus 4 mal x minus 4 und da x plus 2 mal x minus 1 einfach nur umsortiert. Denn jetzt kann ich hier zum Klammern auflösen hier gerade eine binomische Formel nutzen, nämlich x plus 4 mal x minus 4 ist ja die dritte binomische Formel, das wäre dann x Quadrat minus 16. Und die letzten beiden multipliziere ich hier gerade aus, das wären also x Quadrat minus x plus 2x sind plus x und minus 2. Dann löse ich die beiden Klammern hier noch auf, dann sind das insgesamt x hoch 4 plus x hoch 3 minus 2x²
minus 16x² minus 16x plus 32. Das können wir noch zusammenfassen. X hoch 4 plus x hoch 3 minus 16x² sind minus. Nein, stopp, das ist nur einmal nochmal plus x hoch 3. Wir haben nur 1 davon. Dann haben wir minus 2x² minus 16x² sind minus 18x² minus 16x plus 32. Und das Ganze nochmal ein Zehntel. Können wir nochmal reinziehen. Dann heißt das hier ein Zehntel x hoch 4 plus ein Zehntel x hoch 3. Minus 18 Zehntel sind 9 Fünftel x². Minus 16 Zehntel sind 8 Fünftel x plus 3,2 oder 32 Zehntel, was auch immer, 16 Fünftel, was wollen Sie? 16 Fünftel nehmen wir mal. Das wäre jetzt die Funktionsgleichung in der Hauptform. Wenn Sie die Aufgabe bekommen, so eine Funktionsgleichung hier jetzt aufzustellen, dann reicht es aber, wenn Sie das als Linearfaktorzerlegung schreiben, da muss dann schon in der Aufgabe dabei stehen, dass Sie das in der Hauptform angeben sollen, damit Sie noch die Klammern auflösen. So, dann schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Da habe ich Ihnen eine neue Funktion gezeichnet. Wir überlegen erst wieder, welcher Grad trifft hier zu auf die Funktion. Sie sehen jetzt, da geht ein Ast nach unten, einer geht nach oben weg. Deswegen muss die Funktion einen ungeraden Grad haben, eine lineare Funktion, also x hoch 1, das ist offensichtlich nicht. Eine Funktion dritten Grades kann es sein, auch eine Funktion fünften Grades, aber in diesem Fall sehen wir hier, es ist, wir haben hier eine Nullstelle und hier haben wir eine Nullstelle, eine besondere Nullstelle, nämlich einen Berührpunkt. Und Sie bekommen meistens auch eigentlich die Info dazu, als was Sie das jetzt aufstellen sollen. Und das ist jetzt hier eine Funktion dritten Grades. Also eine Funktion dritten Grades. Und so viel Erfahrung haben Sie ja jetzt schon von Nullstellen berechnen, dass Sie hier erkennen, dass es eben eine einfache Nullstelle ist. Hier liegt ein Berührpunkt vor und da wissen Sie jetzt auch schon, ein Berührpunkt heißt, dass es eine doppelte Nullstelle ist. Gut, wenn Sie das soweit haben, dann können wir auch hier jetzt den Ansatz wählen. Wir haben wieder f von x. Und da wir eben wieder nicht wissen, ob es gestreckt oder gestaucht ist, schreiben wir das a davor und können jetzt für diese einfache Nullstelle auch eine einfache Klammer nehmen, nämlich x minus die Nullstelle selber, also minus minus 1 sind plus 1. Und ich habe eine weitere Klammer mit x gleich 3, also x minus 3, das ist ja mal negativ dann da drin. Und jetzt weiß ich, dass es eine doppelte Nullstelle ist, deswegen mache ich hier an die Klammer einfach ein Quadrat. Also Sie erkennen hier in dieser Form den Berührpunkt schon direkt daran, dass diese Klammer hier ein Quadrat erhält. Also bei der doppelten Nullstelle kommt die Klammer doppelt vor und das heißt dann eben Klammer zum Quadrat. Für eine doppelte Nullstelle nehme ich diesen Berührpunkt. Gut, dann haben wir jetzt diese Funktion hier aufgestellt. Wir brauchen wieder einen Punkt, den wir gut ablesen können, um dieses a zu bestimmen. Da suche ich gerade mal, das könnte hier bei 1 und 8 gut sein. Dieser Punkt hier, den kann ich gut ablesen. Also nehme ich wieder einen Punkt p, die Koordinaten 1 und 8, einsetzen, um a zu bestimmen. Also wäre das f von 1 gleich a mal 1 plus 1 mal 1 minus 3 zum Quadrat. Da wissen wir jetzt, das ist 8 und a mal 1 plus 1 sind 2. 1 minus 3 sind minus 2 zum Quadrat sind gerade 4, also 8a. Und damit haben wir unser a bestimmt, das ist nämlich einfach 1. Also lautet unsere Funktionsgleichung hier in Linearfaktorzerlegung einfach nur diese Klammern x plus 1 mal x minus 3 zum Quadrat. Und wenn ich das wieder in die Hauptform umformen möchte, dann muss ich einfach nur wieder die Klammern auflösen.
Gut, dass Sie die binomischen Formeln jetzt schon so schön können. X minus 3 zum Quadrat sind also x Quadrat minus 6x plus 9. Und hier habe ich dann x hoch 3 minus 6x Quadrat plus 9x plus x Quadrat minus 6x plus 9. Also insgesamt x hoch 3 minus 5x Quadrat plus 3x plus 9 wäre die Funktion hier, was man jetzt in der Hauptform, was man ganz gut immer noch schnell überprüfen kann, ist die 9 hier hinten. Die 9 finde ich ja jetzt hier auf der y-Achse. Da sehen Sie, das schneide ich jetzt gerade hier mit dieser Funktion bei einem y-Wert von 9. Das ist ja eben die Zahl, die hier hintersteht, weil ja hier vorne durch die 0 alles wegfällt. Und ein drittes Beispiel gebe ich Ihnen noch mit dieser Funktion. Da sehen Sie wieder, beide Äste kommen von unten oder gehen nach unten weg. Das heißt, in die gleiche Richtung. Also muss das hier eine Funktion geraden Grades sein. Eine Parabel ist es nicht. Es ist eine Funktion vierten Grades. Könnte auch sechsten, achten oder so weiter sein. Aber es ist eine Funktion vierten Grades. Und wir schauen uns wieder an, welche Nullstellen wir hier vorliegen haben. Diese hier ist ganz einfach. Bei 2,5 habe ich eine einfache Nullstelle. Hier habe ich jetzt so einen Sattelpunkt, den Sie schon auch kennengelernt haben. Und bei dem Sattelpunkt wissen Sie ja schon, das ist eine dreifache Lösung, also eine dreifache Nullstelle. Und die erkennen wir dann halt daran, dass diese Klammer dreimal vorkommt. Und damit wählen wir den Ansatz für f von x wieder mit dem a, weil ich nicht weiß, wie die geformt ist. Und die Klammer für die 2,5 wäre also x minus 2,5 für die einfache Nullstelle. Und hier habe ich halt bei x minus 0, ich schreibe es jetzt ganz ausführlich, habe ich eben eine dreifache Nullstelle. Das heißt, x minus 0 mal x minus 0 mal x minus 0 wäre hier die Linearfaktorzerlegung. Und deswegen kann ich gleich hoch 3 schreiben. Also beim Sattelpunkt haben Sie einfach eine hoch 3. X minus 0 hoch 3, da kann ich die 0 auch gleich weglassen. Dann sieht das alles schöner aus. Ich ziehe nach vorne a mal x hoch 3 mal x minus 2,5. So würde man es eher schreiben. Dass das x hoch 3 vorne steht, sieht besser aus. Gut, jetzt brauchen wir wieder einen Punkt, den wir einsetzen können, um das a zu bestimmen. Da bietet sich hier dieser Punkt an, nämlich bei 2, 2. Also habe ich hier f von 2 gleich a mal x, 2 minus 2,5. Und ich habe hier die obere Zeile genommen. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Machen wir das a noch weiter nach links. Also ich setze hier ein a mal 2 hoch 3 mal 2 minus 2,5. Dann weiß ich jetzt, da soll 2 rauskommen. Also hätte ich hier a mal 8 mal 2 minus 2,5 sind ja minus 0,5. Also ist das hier minus 4a. Jetzt muss ich noch durch minus 4 teilen. Und dann ist a minus 0,5. Und damit lautet unsere Funktion f von x gleich minus 0,5x hoch 3 mal x minus 2,5 in der Linearfaktorzerlegung. Und auch die können wir wieder, wenn es gefragt ist, in die Hauptform umformen. Dann werden das... Ich schreibe es schnell ab. Dann wären das hier minus 0,5x hoch 4 plus 1,25x hoch 3. So, und diese minus 0,5, wenn Sie mal schauen, das passt jetzt auch ganz schön. Das musste auch ein negativer Wert sein, der da rauskommt, weil wir ja eine Funktion vierten Grades haben. Und Sie sehen, dass beide Äste hier, also beide Grenzwerte hier nach unten weggehen. Also beides geht gegen minus unendlich. Und bei einer Funktion vierten Grades muss sie dann ja eben negativ sein, weil sonst wäre sie nach oben geklappt und beide Grenzwerte wären positiv. Die sind beide negativ, also muss auch hier das Minus stehen.
Also fassen wir das Ganze hier nochmal zusammen. Das waren die drei Funktionen, die wir untersucht haben. Und um eine Funktionsgleichung einer ganz rationalen Funktion aufzustellen, nutzt man die Linearfaktorzerlegung, sofern die Nullstellen des Graphen bekannt sind. Jetzt haben wir unterschieden. Sie können halt einfache Nullstellen haben, wie hier bei der grünen Funktion oder hier bei der minus 1 bei der orangenen oder die 2,5 bei der blauen Funktion. Und da haben wir gesagt, dann nehmen Sie für die einfache Nullstelle auch einfach eine einfache Klammer. Also für eine Schnittstelle bei xn nehmen Sie diese einfache Klammer, weil es eben eine einfache Nullstelle ist, und fügen diese Klammer in Ihren Term ein. Das zweite, was wir uns angeschaut haben, war ein Berührpunkt. Das könnte zum Beispiel dieser hier sein, bei der orangenen Funktion bei der 3. Also wenn wir einen Berührpunkt haben bei xn, dann haben wir eine doppelte Nullstelle und brauchen dann eben auch diese quadratische Klammer. Dann würden Sie also ein x minus xn hoch 2 einfügen in Ihren Funktionsterm. Und als letztes hatten wir noch diese dreifache Nullstelle. Das ist eben der Sattelpunkt hier. Und das ist dann eben eine Klammer, die ein hoch 3 bekommt. Das heißt, wenn ich Ihnen diese Gleichung jetzt gebe, dann können Sie mir eigentlich sagen, was denn da vorher gegeben war. Da war auf jeden Fall von dieser x hoch 3 gegeben, dass hier ein Sattelpunkt vorliegt an der Stelle x gleich 0. Denn die Klammer heißt ja hier eigentlich x minus 0 hoch 3. Das lässt man nur weg, weil es zu kompliziert geschrieben ist. Diese Nullstelle hier mit dem Quadrat, die sagt mir eben, dass ich einen Berührpunkt habe, weil ich da eben diese Quadrat an der Klammer habe, doppelte Nullstelle. Und zwar liegt dieser Berührpunkt bei minus 3 vor, also immer wieder das Negative aus der Klammer. Und hier diese Nullstelle, das ist eine einfache Nullstelle, also habe ich hier eine Schnittstelle bei x gleich 2. Hier sind also alle drei Fälle drin. Und Sie sehen, das ist ein x Quadrat hier, das ist ein normales x und ein x hoch 3, das wäre jetzt also eine Funktion sechsten Grades, damit werden Sie eigentlich nicht rechnen. Und die 1 Achtel, das ist eben die Zahl, die wir dann wieder über diesen Punkt, über das Punkt einsetzen, bestimmen können. Und die gibt uns einfach nur den Formfaktor an. Auch schon wie bei der Parabel damals. Und auch die Funktion habe ich Ihnen bei GeoGebra jetzt einmal eingegeben. Und da sehen Sie es auch, dass wir jetzt eben hier, genau wie wir geschrieben haben, einen Sattelpunkt bei x gleich 0 haben, einen Berührpunkt bei x gleich minus 3 und eine Schnittstelle bei x gleich 2. Ja, dann hoffe ich, dass Sie jetzt in der Lage sind, eben aus so einer Gleichung abzulesen, welche Informationen uns das gibt für die Nullstellen, beziehungsweise wenn Ihnen diese Informationen gegeben sind, dann daraus diese Gleichung zu machen.